Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Good morning, Sascha. Hello. Ah, du bist, glaube ich, der zweithäufigste Koi Blogger nach mir, oder? Möglich, ja. In letzter Zeit drängst du dir ein bisschen auf. Entschuldigung. Spaß. Sie haben die Anlage gesehen, bevor Genesis da war. Es ist der Teich über den Dächern der Stadt. Und Genesis ist jetzt seit wie vielen Tagen am Arbeiten? Das ist heute der dritte Tag. Der zweite Tag. Und ihr habt hier jetzt komplett das Inlay reingemacht? Also erst haben wir die Isolierung reingemacht. Okay. Weil es ist ja 8 cm stark, 8 cm Styrodur, weil so exponiert wie das liegt, also Boden und Wände. Und das hat schon einen Tag gedauert, das reinschneiden. Und jetzt sind wir am Becken ausgestalten. Ne? Okay. Und das hat gerade mal 2 Tage gedauert. Das sind, genau. So wie wir das schon gesehen haben, bei Inlay-Teilchen einfach einzelne Platten, die dann wieder miteinander verschweißen. Genau. Boden dreiteilig, die Wände eigentlich ein Teil. Ja. Darf ich mal was Blödes fragen, wenn ich hier 2 Platten lege? Ja. Wie groß darf da der Spalt nachher sein? Ich stelle mir das relativ kompliziert vor. Also, oder hast du eine relativ breite Schweißnaht? Also wir dürfen eigentlich die Hauptschweißnaht, die mit dem Extruder gemacht wird, erst legen, wenn die Platten wirklich miteinander verbunden sind. Wir können aber noch einen kleinen Draht, so einen 4 mm Draht zwischen reinlegen. Also das heißt, so bei 4 mm hört es eigentlich auf, mehr Spalt. Also knapp einen halben Zentimeter Speer, okay. Genau. Das geht. So, was waren die Herausforderungen hier? Also erstmal die Logistik, das alles hier hochzubekommen in den dritten Stock. Fahrstuhl ist leider erst ab Freitag im Betrieb. Der hat eigentlich schon letzte Woche gesagt, hätte er absichtlich gemacht. Ja, genau, richtig. Er hat gesehen, wie dick wir sind, von dem her hat er gedacht, komm. Ach, Sascha. Nee, also erstmal die Logistik ist Thema und dann einfach die Sonne. Wir haben eigentlich ist gut das schöne Wetter, aber deswegen brauchen wir halt die Plane, weil das PE wird ja überall hingehen bei der sonnigen Lage. Ne? Also das mit dem PE verarbeiten bei sonniger Lage ist so extrem, dass letztes Jahr bei dem großen Störteich, den ich diese auch auf jeden Fall nochmal blocken werde, da habt ihr zum Teil nachts gearbeitet oder nach Sonnenuntergang. Ja, nach Sonnenuntergang haben wir die wichtigen Nähte geschweißt, das ging vorher nicht. Ne? Weil die Ausdehnung, der Wärmeausdehnungskoeffizient von PE, der ist so massiv, ich glaube so eine lange Platte, die kann sich in einem Zentimeter in der Länge verändern, oder? Minimum, also 3-4 Zentimeter. Wir haben da Wellen drin gehabt in Dortmund oben von 30-40 Zentimeter. Das ist Wahnsinn. 30-40 Zentimeter. Ja. Also nicht in der Länge, sondern die Welle kam die Welle, hoch. Genau. Okay. Richtig. Ja, dann schauen wir uns das mal genau hier an. Wie lange braucht er dann noch? Also der Teich ist heute fertig, dann die Verrohrung. Ich gehe davon aus, dass wir morgen in Betrieb nehmen. Okay. Der Kunde hat heute Abend schon was gesagt, will er Wasser reinlassen? Ja, Wasser auf jeden Fall, das ist klar. Aber in Betriebnahme, bis die Verrohrung fertig ist und dann das ganze Kleine mit Steuerung und so, denke ich mal, morgen. Ich vermisse jetzt eigentlich das wichtigste Detail, was wir bei euren Teichen immer kennen. Da ist kein Bodenablauf. Ja, wir sind auf Seitenablaufleitung gegangen, weil jetzt hier noch die Bodenabläufe, hier wohnt ja jemand unten drunter, da unten durchzulegen. Das ist fies. Nee, ist blöd. Und wie werdet ihr das dann machen? Weil ihr müsst ja irgendwie gucken, dass der Schmutz da auch hinkommt. Also das ist dann der Seitenablauf. Genau, richtig, ja. Werden Muscheln drüber gemacht, die dann relativ weit runtergehen. Ne? Okay, aber der Schmutz, der sich in der Mitte sammelt, oder habt ihr eine bestimmte Strömung? Ja, gut, wir versuchen mit der Strömung zu arbeiten. Dann muss man einfach so sehen, der Teich hat 10 Kubik und im Worst Case können wir problemlos 15.000 umwälzen, um einfach in Bewegung zu bekommen, das Ganze. Ne? Okay, also dass der Schmutz aufgewirbelt wird und dann Ende. Und dass du sagst, ihr macht jetzt 2 so Kreisströmungen, dass die eine in die Richtung geht und die andere in die. Wir haben jetzt hier eine Rücklaufleitung, die in die Richtung geht. Ja. Wir haben jetzt hier die Rücklaufleitung, die in die Richtung geht. Plus hier kommt eine 2 Meter lange Belüftungsstange hin, die, sage ich mal, auch noch den ganzen Schmutz in die Bewegung bringen soll. Ist schwierig, das ist, du kannst hier nicht außen rum verrohren, es ist ein eckiger Teich, nicht so einfach. Das ist wahrscheinlich, wie immer, versuchen, Irrtum so lange rumspielen, bis man das Optimum hat. Aber da bei den Kleinteichen ist es einfacher und es spielt natürlich auch eine Rolle, wie viele Fische drin sind, die dann permanent auch nochmal... Das liegt dann an dir, ne? Danke, was soll das heißen? Sascha? Ja. Müssen wir reden? Nein. Nein. So, hier hinten ist der Filter. Ein Evo 3500S. 3500S, also per Schwerkraft, erstmal durch den Filter. Dann durch die UV-Gehäuse, genau. UV-Gehäuse hinten, da kommt der Heizer rein, denke ich mal. Heizung und UV-Lampe, genau. Ja, weil ohne Heizung geht hier nichts. Und dann nochmal ein Biofilter. Der sieht jetzt nicht ganz so groß aus. Wie viel hat er? Der hat so 700 Liter. 700 Liter und der Teich hat? Hat 10 Kubik. 10 Kubik, also okay. Über 5%. Filter läuft. Und das kriegst du heute alles noch angeschlossen? Soweit, dass wir zumindest einen Großteil vom Wasser reinfüllen können und wie gesagt, das Finale dann morgen. Hast du so ein verrücktes Projekt schon mal gemacht? Nee, mega geil. Also echt cool. Ne? Wirst du im Haus sein, wenn ihr füllt? Nee, das werde ich dann immer selber machen. Schon. Und du wartest unten und guckst hoch. Wobei ich glaube, unten ist fast noch gefährlicher. Ich bin dann irgendwo im Auto und weg. Nee, also wir sind wirklich gespannt. Hier oben kommt jetzt nochmal eine
Versteifung hin oder was gibt das? Hier kommt noch eine Versteifung hin, genau. Einmal außen rum, damit die Wände schön gerade sind. Wir haben die zwar verschraubt, aber trotzdem haben wir immer ein bisschen eine Welle drin. Man sieht es jetzt hier. Und das kriege ich halt mit so einer Rippe, kriege ich das schön weg. Sauber. Und vor allem, das dient dann auch als Auflage für die Abdeckung. Okay. Der Kunde hat eine Winterabdeckung bestellt, die er dann hier zwischen der Rippe und der Holzabdeckung, die drüber kommt, reinschieben kann. Optimal. Ne? Ich habe auf der Herfahrt kurz mit Micha telefoniert, eurem Chef, Visionär und Vordenker. Genau. Und er hat gesagt, er hätte irgendwas ganz Besonderes gemacht, im Hinblick darauf, dass hier natürlich auf gar keinen Fall die Abdeckung runtergeweht werden darf, weil da unten laufen dann irgendwo Leute und da will natürlich keiner von so einer Platte erschlagen werden. Ja gut, also die haben halt rechts und links eine Überdeckung von 8 cm, also die kannst du nicht rausziehen. Ja? Und im Prinzip haben wir Was heißt Überdeckung? Erklär mal. Also die Holzabdeckung geht quasi genauso weit wie diese Rippe. Ja? Das heißt also, hier gehen wir 8 cm mit der Platte drunter und da drüben auch. Und das Besondere an dem Ganzen ist einfach... Ja, aber wie wollt ihr, dann musst du ja jedes Mal die Holzabdeckung abschrauben. Das ist das Besondere, was mein Chef sich da ausgedacht hat. Der letzte Meter, die Platten haben immer einen Meter, kann ich rausnehmen. Ja? Der ist beweglich. Dann schiebe ich die einzelnen Platten rein und dann mache ich es wieder oben drauf. Ach, von der Holzabdeckung der letzte Meter? Genau, richtig. Ah, genau. Okay. Und dann kann man es quasi drunter schieben und dann fixieren wir hier verriegelt. Die Holzabdeckung wieder genau. Und die wird verriegelt. Ja. Also ich glaube, da kann wirklich nichts mehr passieren. Nee. Wichtig, Springschutz. Was habt ihr euch da überlegt? Also das ist schon die Aufgabe vom Architekt, der sich schon was überlegt hat, zwecks einer Aufkantung mit Milchglas in die Richtung. Aber da ist, glaube ich, noch nichts final entschieden. Ja, weil ich sage den Leuten immer, wenn ein Koi aus dem Teich springt, passiert sehr sicher erstmal nichts. Hier bin ich mir sehr sicher, dass es nicht überlebt, weil da geht es, wie viele Meter sind das? Ja, 10 Meter auf jeden Fall. Ne? Ja, 10 Meter geht es hier runter. Also das muss nicht sein. Ja, und wenn er Fische holen will, hat er gerade vorher schon gesagt, da werden wir als erstes mal den Teich abdecken mit dem Laubschutznetz. Genau. Weil das wäre wirklich, ja, das geht nicht. Was ist hier nochmal für ein Ablauf? Der zweite, wir haben zwei Absaugungen. Zwei Absaugungen und einen Skimmer. Ah, okay. Ja. Dann habe ich das jetzt die haben aber zusammengeführt, weil einfach die 2x110er Leitungen, die reichen vom Flow her, wie gesagt, 10 bis 15.000 Liter problemlos. Aber so kann ich an zwei verschiedenen Punkten halt absaugen, damit man einfach der Schmutz besser rausbekommt. Ne? Okay. Dann ist es relativ einfach. Dann macht ihr hier eure Belüfterstange rein, über das Ding, macht hier rechts und links hoch und blast quasi im Kreis, sodass ihr eine Welle bekommt, so eine Walze, genau. Heißt die Welle, so eine Walze. Entschuldigung. Spaß. Dass ihr quasi eine Walze macht, das wäre der Optimalfall. Also ich würde auf gar keinen Fall die Belüftung hier hin machen, wie du so, vorher hast du gesagt, hier. Die Überlegung hin. Einfach, dass wir den Schmutz ein bisschen nach vorne auch Richtung Skimmer schieben. Ne? Aber so war auch eine Überlegung, okay. Also die, hier oben wirst du nicht viel Schmutz haben für den Skimmer, weil siehst du hier irgendwo Bäume? Nee. So. Ich würde auf jeden Fall mit einer Walze versuchen zu arbeiten und dann würde ich die Einläufe hier und hier, die würde ich runterfahren, würde auf dem Boden, würde die beide sogar miteinander verbinden, dass da unten ein Rohr, das unten einen schönen breiten Schlitz hat und dass dann das, was von der Walzenwelle kommt, dass das quasi gleich unten eingesaugt wird. Okay, okay. Wir sind immer offen für deine Vorschläge. Ach, das hört man doch gerne. Nee, ich kann dir jetzt nicht versprechen, ob das 100% funktioniert. Doch. Aber ich denke von der Strömung her. Sascha, du bist heute irgendwie anders drauf. Ach, das Wetter. Ja. Das Wetter. Die Höhenluft. Unter der Plane. Genau. So, also wir sind gespannt, wie es wird. Dem Kunde habe ich empfohlen, in 2-3 Wochen will er Fische einsetzen, den Teich einmal füllen, eine Woche laufen lassen, dann wieder ablassen, weil gerade durch die ganzen Verklebungen, der ganze Dreck hier drin, dass es einmal raus gewaschen wird. Macht Sinn. Machen viele eure Kunden, glaube ich. Ja, vor allem auch hier mit dem ganzen Baustoff. Wir sind ja voll in der Bauphase hier. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ne? So, und dann nochmal neu. Und dann füllen wir den Biofilter mit eingefahrenem Material. Und dann, denke ich, ist das kein Problem. Sascha, vielen Dank für den Blog. Ich hab zu danken. Und wenn du mal wieder eine interessante Baustelle hast in den nächsten 2-3 Tagen, melde dich einfach. Alles klar, mach ich. Also, danke. Danke. Ciao.